Hey, ich habe heute ein Video für euch, das schon ziemlich lange überfällig ist, und zwar vom Happiness Festival. Ich habe gesagt, dass ich mir erstmal die Bilder und Videos von den anderen noch besorgen möchte, und das habe ich jetzt getan, endlich. Die werde ich euch dann nachher einfach noch mit einschneiden, einblenden, wie auch immer. Als erstes möchte ich dazu sagen, das Happiness Festival, das ist in Straubenhaus-Schwann. Das ist zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Und das war dieses Jahr vom 12. bis 13. Juli. Das Line-up schreibe ich euch dahin, damit ihr auch überhaupt wisst, wer kam. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wir gehen eigentlich seit 6 Jahren ungefähr eigentlich jedes Jahr hin. Ich war nur einmal nicht, weil es da halt geregnet hat und die Bands waren auch nicht so interessant. Früher, muss man sagen, war das so, dass da nur Schülerbands gespielt haben und vielleicht mal bekanntere Schülerbands aus Karlsruhe oder Stuttgart. Das war dann eigentlich immer kostenlos und im Grunde war die Bühne so ein Bierzelt mit vorne so einer Strohwand und Sonnenblumen und da konnte man grillen und da gab es einen Strand und ein Shisha-Zelt und so weiter und so fort. Also richtig chillig, kein Eintritt und so weiter. Allerdings kam ja dann irgendwann mal Itchy Poops Kid so weit voran, dass sie ihr Album veröffentlicht haben und einen Plattenvertrag hatten und bei MTV kam und sogar bei den MTV Rock Charts auf Platz 1 gelandet sind. Danach, also Itchy Poops Kid kommen ja aus der Nähe von Stuttgart und die waren eigentlich ständig bei uns und in Pforzheim, Karlsruhe, Stuttgart unterwegs, waren auch sehr, sehr oft beim Happiness und ja, sprich, von einem Jahr, wo die Bühne noch ein Bierzelt war, aufs nächste Jahr, stand da plötzlich eine große Bühne mit Tourbus, Security, Absperrungen, Alkoholsperre und schieß mich tot. Es gab plötzlich richtige Eintrittskarten und Bändchen und es hat was gekostet und man wurde kontrolliert und so weiter, also wie ein richtiges Festival eben. Und seitdem steigert sich das Ganze eigentlich. Also man kann ungefähr so rechnen, am Anfang, so vor 6 Jahren oder so, waren vielleicht 500 Leute da oder so. Ja, und dann wurden sie immer mehr. Im Endeffekt so vor 3 Jahren, glaube ich, 4 Jahren, vor 4 Jahren, 3 Jahren, ich weiß es nicht mehr, kamen Jennifer Rostock. Und da war es dann schon so weit, dass sie, ich glaube, so bei 2000 Leuten waren, 3000, keine Ahnung. Dann hat sich's wieder gesteigert. Dann mussten sie schon das Gelände ausbauen, weil Sum 41 sind aufgetaucht. Man muss dazu sagen, die haben ja vorher Rock am Ring und so gecancelt und dementsprechend waren dann aus ganz Europa die Leute in diesem kleinen Kaff, auf diesem kleinen Gelände. Und da waren dann plötzlich 6000 Menschen, also mehr als doppelt so viel wie vorher und deutlich mehr wie früher. Und ja, jetzt haben sie dieses Gelände sogar noch ausgebaut. Also es war vorher so eine Waldlichtung. Und jetzt haben sie es verlagert dahin, wo früher der Zeltplatz war. Und das ist jetzt schon mal riesengroß. Also im Vergleich zu vorher, nicht zu Wacken oder sowas, das noch lange nicht. Und ich bin schon erschrocken. Also wir haben im Januar unsere Tickets geholt. Also Anfang Januar konnte man bestellen. Und es ist dann in so Chargen verkauft worden. Und die erste Charge war bei 17 Euro. Da war aber noch keine einzige Band bekannt. Und je mehr Bands im Laufe der Monate bekannt kamen, desto teurer wurde es. Wir haben bei der zweiten Charge, glaube ich, 19 Euro gezahlt, plus Versandkosten, plus Versicherungen, bla bla bla. Ich glaube, die waren dann zum Schluss bei 35 Euro oder so, ich weiß es nicht. Und wie ihr ja gesehen habt, es kamen Itchy Poops Kid mal wieder, es kamen Emil Bulls, es kamen Anti-Flag, es kamen Matzen und Gentleman. Ich wollte hauptsächlich Itchies mal wieder sehen und Emil Bulls halt, wie immer. Die sind irgendwie sehr, sehr oft inzwischen da, aber die sind auch einfach geil. Ja, und Gentleman habe ich früher mal gehört, so mit 13, 14 und ich war einfach neugierig, wie der so ist und ja, deswegen bin ich hin. Oder halt einfach jedes Jahr. Ich bin dieses Jahr mit Flo, mit Tommy, mit Rika und mit Benny hingegangen. Und dann sind wir lustigerweise wieder ein paar Leuten begegnet, wie zum Beispiel meinem Blub oder auch Martin. Den kenne ich jetzt auch schon, seit ich 13, 14, 14 glaube ich war. Also seit 7 Jahren. Und er hat sich irgendwie kaum verändert. Er ist genauso cool wie immer. Und es war einfach nur lustig, den mal wieder zu sehen und mit dem zu quatschen und abzuhängen. Und
dann habe ich zum Beispiel noch den Sebi getroffen, den habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen, weil der war zwischendurch in Buenos Aires unterwegs und in irgendwelchen Wüsten ist er rumgewandert und irgendwie hat man ihn überhaupt nicht mehr hier gesehen. Das war natürlich auch ganz schön, den dann mal zu treffen. Und dann halt noch diverse andere Leute. Ja, es war sehr angenehm, es war sehr, sehr heiß. Aber es war alles in allem richtig, richtig gut und wir hatten unseren Spaß. Ja. Was kann ich noch dazu sagen? Ich weiß nicht, was nächstes Jahr kommt. Und ich denke mal, wieder im Januar oder so gibt es die Tickets. Und ich könnte auch wetten, dass es wieder deutlich mehr gibt als dieses Jahr. Ich habe ja schon gesagt, dass es ganz schön groß geworden ist inzwischen. Und das hat sich auch auf den Tickets ablesen lassen, sage ich mal. Also ich habe ja schon gesagt, wir haben in der zweiten Sparte unsere Tickets geholt. Also Mitte Januar. Und das Festival war im Juli. Und im Januar war halt auf den Tickets schon 10.000 irgendwas gestanden. Ich weiß nicht, wie viele Leute insgesamt da waren, aber wahrscheinlich einige davon. Beziehungsweise, ich denke mal einfach, es sind auch viele Einzeltickets gewesen. Es gibt ja auch Campingtickets und so weiter und so fort. Vielleicht haben sie die auch einfach zusammengezählt. Ich weiß es nicht. Aber ich bin echt mal gespannt, wie groß es nächstes Jahr wird und ob sie noch mehr ausbauen. Weil eigentlich war noch Platz. Und halt auch sehr gespannt darauf, wer nächstes Jahr kommt. Weil ich meine, sehr viel größer kann es schon gar nicht mehr werden. Ich meine, sie hatten Gentleman, Sum 41, Sammy Deluxe. Sie hatten Jennifer Rostock. Ich weiß ja nicht, was sonst noch kommt. Ja. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch einfach mal ein paar Bilder, damit ihr ein bisschen seht, wie es so war. Und dann kommen noch ein paar Videos. Allerdings habe ich die mit dem Handy aufgenommen und Flo auch. Und meine Schwester hatte halt eine weniger gute Kamera. Dementsprechend sind die jetzt nicht so gut, denke ich mal. Aber ich denke, fürs Feeling wird es schon reichen, auch wenn die Qualität nicht die beste ist. Und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal auf dem Happiness. Würde mich freuen. Und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß bei den Videos und noch sonst einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!